Ein windiger Tag, der Donnerstag. Spitzenwerte von bis zu 153 Stundenkilometer sind gemessen worden. Besonders windig ist es heute im Osten und im Norden gewesen. Am Jauerling hat man eben diesen Spitzenwert von 153 Stundenkilometer gemessen, aber auch an anderen Messstationen waren die Windspitzen teilweise über 20 bzw. über 110 Stundenkilometer. Und der Wind, der hat auch für Probleme gesorgt. Ungefähr 25 Einsätze der Feuerwehr hat es gegeben, schon in den frühen Morgenstunden, auch in Tirol. Da ist ein Baum umgestürzt und hat für einen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gesorgt. Wird es so windig weitergehen? Im Laufe des Donnerstags sollte der Wind dann langsam nachlassen, aber spätestens ab Freitagabend kommt die nächste Störungsfront aus dem Westen und sorgt für weitere starke Windböen in Österreich.